Wo ist unsere kosmische Heimat? Naja, ist unser Sonnensystem. Ist doch klar. Ja, aber unser Sonnensystem ist ja nur ein Teil der Milchstraße. Unsere Heimatgalaxie. Klar. Und dann? Ja, unsere Milchstraße ist Mitglied eines großartigen, riesengroßen Verbundes. Einer Überstruktur von vielen, vielen Galaxien, dunkler Materie und Gas. Eine Superstruktur. Eine Nische im Universum. Lani Akea. Also jetzt denjenigen, die diesen Kanal schon abonniert haben, muss ich das jetzt nicht noch großartig erzählen, weil die haben es schon ein paar Mal gehört. Das heißt, ich spreche jetzt eigentlich mehr für diejenigen, die diesen Kanal demnächst abonnieren werden. Also man kann ihn ja abonnieren. Und das steht jetzt hier bei mir mit Button und Glocke. Spaß beiseite, es geht um die Strukturierung des Universums. Wie hat das eigentlich alles angefangen? Normal. Ich meine, normal wäre es ja so, dass in einem expandierenden Etwas sich die Materie, wenn sie denn damit expandiert, sich einfach gleichmäßig verteilt. Und das wäre es gewesen. Und wenn dieses gleichmäßige Verteilen absolut gleichmäßig gewesen wäre, dann wäre es das auch für immer gewesen. Aber nein. An manchen Stellen war die Dichte ein kleines bisschen höher als an anderen. Und dort, wo die Dichte ein kleines bisschen höher war, war auch die Schwerkraftwirkung ein kleines bisschen höher. Und die Schwerkraft, Herrschaften, lässt sich nun mal nicht abschalten. Die Schwerkraft ist immer anziehend. Das heißt, da, wo ein bisschen war, ein bisschen mehr war, da verdichtete sich das Material. Und es verdichtete sich immer mehr. Und wo kam das Material her, was sich da verdichtete? Es kam aus all den Bereichen, wo die Dichte am Anfang nicht so hoch war. Das heißt also, wir haben hier eine, das ist wie Zins und Zinseszins. Da, wo schon viel Geld ist, wird durch selbst ein bisschen Zins, wird es immer mehr und mehr und mehr. Also man kann hier alles Mögliche miteinander verbinden. So entsteht Struktur im Universum, wenn man eine Kraft hat, die man nicht abschirmen kann. Das heißt, es bildet sich ein Netzwerk aus, denn allmählich fängt die Materie an und fällt unter ihrer eigenen Schwerkraftwirkung zusammen. Es bilden sich die ersten kleinen Galaxien. Die kleinen Galaxien verschmelzen zu immer größeren Galaxien. Und das Ganze passiert aber in einer großen Umgebung, die ihrerseits wiederum unter der eigenen Schwerkraftwirkung zusammenbricht. Es bilden sich Gruppen von Galaxien. Und die Gruppen verschmelzen zu Galaxienhaufen. Und das ist noch nicht das Ende. Die Galaxienhaufen verschmelzen zu Galaxien-Superhaufen. Die Superhaufen, das sind gewissermaßen die Knoten des kosmischen Netzes. Und dieses Netz wird aufgespannt durch Filamente, in denen sich also entweder auf der einen Seite ein Galaxienhaufen in die eine Richtung bewegt oder ein Galaxienhaufen in die andere Richtung bewegt. Und wo kommt das ganze Material her? Ja, es kommt aus dem ganzen gleich verteilten Universum und deswegen gibt es gewaltige, riesige Leerräume, praktisch riesige leere Blasen, an deren Ränder sich die Materiestruktur aufbaut. Also so erstmal ganz grob das kosmische Netz. Unsere Milchstraße ist eine Spiralgalaxie. Wunderbar. Eine unserer Nachbarinnen ist die Andromeda-Galaxie, ist auch eine Spiralgalaxie. Die ist 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Das haben wir die lokale Gruppe. Da gibt es noch eine Reihe von anderen Galaxien, vor allen Dingen viele kleine Zwerggalaxien. Das dürfen wir nicht vergessen. Wahnsinnig viele kleine Zwerggalaxien vor allen Dingen. Das sind nämlich Überreste von all den Verschmelzungsprozessen, die vor 13,6 Milliarden Jahren passiert sind, wo die Galaxien durch die Verschmelzung von kleinen Gaswolken und kleinen Galaxien entstanden sind. Wir haben also die Milchstraße, wir haben die Andromeda, dann haben wir M33, die lokale Gruppe. Die lokale Gruppe bewegt sich in Richtung des Virgo-Haufens. Im Zentrum des Virgo-Haufens, nur jetzt für diejenigen, die sich daran erinnern, sitzt M87, Virgo A. Ein riesengroßes schwarzes Loch in der Mitte dieser Galaxie, aber das nur am Rande. Und dieser Virgo-Haufen, dieser Virgo Galaxienhaufen ist der dominante Haufen einer viel größeren Struktur, bei einige 100 Millionen Lichtjahre Ausdehnung. Man merkt gleich, wie groß das alles ist. Mein Gott, das ist der Virgo-Superhaufen. Und jetzt hat man aber entdeckt, der Virgo-Superhaufen ist nur ein Teil des Teils, das anfangs alles war. Es gibt eine Superstruktur. Und diese Superstruktur heißt, also ich muss mal aufpassen, es kommt aus dem hawaiianischen Lani Akea. Unermesslicher Himmel. Also hier schon mal zwei Worte aus dem hawaiianischen Sprachgebrauch. Lani heißt Himmel und Akea heißt unermesslich. Also nicht Ikea, sondern Akea.
Und das Ding ist 500 Millionen Lichtjahre groß, hat eine Gesamtmasse von 10 hoch 17 Sonnenmassen. Zwischen 100.000 und 150.000 Galaxien sind da zusammengefasst. Was ist das für eine Struktur? Was sind das für riesige, gewaltige Filamente, die man da im Universum sieht? Dieses riesengroße kosmische Netz. Und das große kosmologische Problem, was dahinter sich verbirgt, ist die Frage, könnte es noch größere Strukturen geben? Nur, um das nochmal quantitativ zu machen. Die Milchstraße hat eine Ausdehnung von 10 hoch 5 Lichtjahren, also 100.000 Lichtjahren. Die lokale Gruppe von 10 hoch 6 Lichtjahren, also Millionen Lichtjahren. Die größeren Galaxienhaufen von 10 hoch 7, also von 10 Millionen Lichtjahren. Dann kommt man daran, dass also die Wechselwirkungslängen von Galaxienhaufen sind bei 100 Millionen Lichtjahren. So, und jetzt haben wir mit Laniakea haben wir etwas, was eine halbe Milliarde Lichtjahre groß ist. Also 0,5 mal 10 hoch 9 oder 5 mal 10 hoch 8 Lichtjahre. So, und die nächste Größenordnung wäre dann 10 hoch 9. Das ist so die größte Länge, die man sich vorstellen kann. Das heißt, es gibt immer eine Größenordnung mehr, immer eine mehr, eine mehr. Also man sieht, wie leicht man mit großen Zahlen rechnen kann, wenn man alles eben oben nur im Exponenten hat. Und das beginnt bei uns, bei unserem Planeten, mit 10 hoch 3 Kilometern, ja, und geht immer weiter. Man kann immer weiter und weiter gehen und kann auf diese Art und Weise mit den großen Zahlen in der Astronomie gut klarkommen, und zwar ohne, das ist ganz wichtig, ohne dass man sie sich vorstellen muss. Denn vorstellen kann man sich diese Längen nicht. Also wenn man sich das kosmische Netz da draußen anguckt, die Galaxien haben eine Ausdehnung von 100.000 Lichtjahren, so wie unsere Milchstraße, die Abstände zwischen Galaxien in der Gruppe sind einige Millionen Lichtjahren, ein Galaxienhaufen, der besteht aus 50 bis paar hundert Galaxien, das ist so ein Abstand von rund 10 bis 20 Millionen Lichtjahren. Und dann wird es halt immer größer und immer größer und immer größer. Und dazwischen gibt es die Voids. Die Voids, das sind die Leerräume. Die Voids sind gut zu verstehen. Die Voids sind nämlich die Räume, aus denen das Material herausgeströmt ist, um dorthin zu kommen, wo die Gravitation des bereits verdichteten Materials es hingezogen hat. Also es lässt sich gar nicht verhindern, dass es Leerräume gibt, denn das Universum erzeugt ja keine Materie. Also das heißt, die Materie, die am Anfang da war, wenn sie sich in dem Moment, wo sie sich an einer Stelle verdichtet, ist klar, es muss ja irgendwo herkommen, das Zeugs, und deswegen gibt es auch Voids. Und man kann wirklich sehr, sehr lange in die Voids hinein beobachten. Dort finden sich kaum Galaxien. Nur ganz, ganz, ganz wenig. Das sind also totale Leerräume. Und diese Leerräume vergrößern sich auch ganz gewaltig, weil praktisch die Materie an ihren Rändern, an den Rändern dieser Leerräume, an den Rändern der Voids, sich immer mehr und mehr verdichtet. Wir haben also die allgemeine Expansion des Universums, wobei sich manche Bereiche verdichten, nämlich da, wo sich Galaxienhaufen zu Galaxien-Superhaufen verdichten. Das sind die Knoten dieses kosmischen Netzes. Und das Ganze ist aber zu 75% durchsetzt von den Voids. Also das heißt, wir haben verschiedene, eine Hierarchie von Größenstrukturen, die sich alle immer um einen Faktor 10 in der Ausdehnung unterscheiden. Also von einer Million Lichtjahren zu 10 Millionen Lichtjahren zu 100 Millionen Lichtjahren. Ja, bis wohin? Was sind die größten Strukturen, die es im Universum gibt? Wobei man sich natürlich fragen muss, wie jetzt Strukturen im Universum? Die ursprüngliche Annahme war doch, dass das Universum homogen ist. Also dass überall gleichmäßig viele Galaxien sind oder wenigstens gleichmäßig viel Materie. Jetzt auf einmal ist von großen Leerräumen die Rede, von Knoten, an denen sich Galaxienhaufen zu Galaxien-Superhaufen verdichten. Na, dazu muss man sagen, dass Kosmologie eigentlich immer die Betrachtung der Hintergrundstrahlung betrifft. Also die Kosmologen beschäftigen sich erstmal gar nicht großartig mit der Strukturbildung, sondern für die geht es vor allen Dingen um die Hintergrundstrahlung. Die Hintergrundstrahlung, das ist das Maß aller Dinge. Die Hintergrundstrahlung, das ist der Beginn des Universums, ein Ausdruck für den Beginn des Universums. Und da ist alles homogen. Also, wenn man nicht zu genau hinguckt, ist das so homogen, das ist also so gleichmäßig. Das gibt's ja. Also in der Tat fangen die Unregelmäßigkeiten, also die Inhomogenitäten erst an, wenn man ganz genau hinguckt. Also bei einem Verhältnis von 1 zu 100.000, fast bis 1 zu einer Million, dann beginnt man allmählich so die Rauigkeit oder die Inhomogenitäten in der Hintergrundstrahlung zu entdecken, auch noch richtungsunabhängig. Also das heißt isotrop und homogen, sodass alle Behauptung in der Kosmologie immer ist, und das geht über die Hintergrundstrahlung, dass diese Störungen, die die Materie darstellt bei ihrer Strukturbildung, für den Anfang des Universums
völlig irrelevant ist, sondern das Universum breitet sich aus und es ist homogen und isotrop bis auf Abweichungen. Ja? Also so könnte man es vielleicht sagen. Da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wenn das Universum ja tatsächlich expandiert, also einen Anfang hatte, was sind denn die größten Strukturen, die bis heute im Universum hätten entstehen können? Das theoretische Limit für die Größe einer Struktur, die sich bis heute gebildet haben kann, sind 1,2 Milliarden Lichtjahre. Also eine größere Struktur würde dem kosmologischen Prinzip von Homogenität und Isotropie widersprechen. Eines der ganz großen Brocken, die man in den letzten Jahren entdeckt hat, ist der Boss Great Wall. Der heißt jetzt nicht Boss, weil er der Chef ist, sondern weil er es benannt nach dem Baryon Oscillation Spectroscopic Survey. Das heißt, man schaut sich die Bewegung von Baryonen an im gesamten Kosmos, wie praktisch die Bewegungsmuster sind. Und die Bewegungsmuster sagen einem ja, welche Massen da sein müssen und wie diese Massen verteilt sein müssen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man ahnt, aha, wie kann man auf solchen großen Skalen überhaupt noch Größenordnungen festlegen durch die Bewegung von etwas. Bewegungen werden oft gemessen, werden immer gemessen von Gas und diese Gasbewegungen, die sagen einem praktisch, welche Materie muss denn da sein, damit sich das Gas so bewegt, denn nur Massen können Massen bewegen. Es gibt noch eine andere Struktur, das ist die Herkules Corona Borealis Great Wall. Und das ist jetzt so ein Fall, da fängt man an zu überlegen, weil das Ding hat möglicherweise eine Ausdehnung, die weit oberhalb von dem theoretischen Limit von 1,2 Milliarden Lichtjahren liegt, nämlich angeblich von 10 Milliarden Lichtjahren. Und das immerhin bei einem Horizont oder von einer Größe des sichtbaren Universums von 93 Milliarden Lichtjahren. Das wäre dann schon ein echtes Problem, ist aber noch umstritten, ist noch in der wissenschaftlichen Literatur immer wieder Gegenstand von heißen Diskussionen. Da halten wir uns also an der Stelle mal raus. Und wenn was Neues kommt, dann machen wir dazu ein Video. Also Laniakea ist womöglich auch nur wieder ein Teil des Teils. Es sieht danach aus, dass es sich zusammen mit einem anderen Superhaufen, dem Shapley-Superhaufen, auf eine noch größere Struktur hinzubewegen scheint. Wobei der Name Shapley, an der Stelle muss ich das einfach mal sagen, ist natürlich toll, weil Shapley hat 1920 in einer großen Debatte bestritten, dass es noch andere Galaxien gibt als die Milchstraße. Shapley war der Meinung, dass alle Nebel, die man da am Himmel sieht, dass die alle zur Milchstraße gehören, dass die Milchstraße die einzige Galaxis im Universum ist. Und jetzt ist sogar ein Superhaufen nach ihm benannt. Nur kleine Anmerkung zur Historie der Wissenschaft. Man sieht, so lange wissen wir noch gar nicht, dass unsere Milchstraße nicht die einzige Galaxis im Universum ist. 2023 feiern wir großes Jubiläum. Denn 1923 hat man zum ersten Mal gemessen, dass es noch andere Galaxien gibt als unsere Milchstraße. Wirklich. Toll. Ja, wie kann man jetzt ein Fazit ziehen? Wir haben also praktisch mit der Frage, wo ist denn unser kosmisches Zuhause, zugleich eigentlich auch eine Reise durch die Geistesgeschichte der Menschheit gemacht. Denn die Frage, wo sind wir eigentlich, war schon immer eine Frage, die Menschen sich gestellt haben. Von Anfang an. Wir haben immer unseren eigenen Planeten vermessen, weil wir wissen wollten, wo sind wir. Dann haben wir festgestellt, wir sind ein Teil des Sonnensystems, dachten aber, wir sind im Zentrum. Stimmt gar nicht, wie wir natürlich alle wissen. Wobei, das hat auch eine Weile gedauert, weil man musste nämlich feststellen, wie weit die Sterne von uns entfernt sind, um zu sehen, ob die Erde sich um die Sonne bewegt oder ob die Sonne sich um die Erde herum bewegt. Das hat man dann im 19. Jahrhundert geklärt. Anfang des 20. Jahrhunderts, im Jahr 1920, hat man geklärt, dass die Sonne zwar ein Teil der Milchstraße ist, das war klar, einer von 100 Milliarden Sternen, aber dass die Milchstraße auch nicht allein ist, sondern dass es viele Milchstraßen gibt, dass sie teilweise Millionen, ja Milliarden von Lichtjahren von uns entfernt sind, stellte fest, es gibt mindestens 100 Milliarden Galaxien. Dann hat man die Galaxienhaufen entdeckt, hat entdeckt, dass die Galaxienhaufen ja auch noch miteinander verschmelzen und dass selbst diese Galaxien-Superhaufen, die daraus entstehen, nicht das Ende sind, sondern dass es noch größere Strukturen gibt. Man sieht, wir sind ein Teil einer riesengroßen Geschichte, der größten Geschichte aller Zeiten. Und können das beobachten mit unseren Mitteln, mit unseren wissenschaftlichen Mitteln, können wir dem Universum bei seiner Strukturentstehung zuschauen. Und sind doch selbst ein Teil davon. Ist da irgendwie irre.